Ich weiß gar nicht, ob ich Aufnahme gestartet habe. Ich weiß gar nicht, ob ich dieses Video unbedingt machen möchte. Da ich das aber letztes Jahr auch gemacht habe, werde ich das wohl jetzt auch tun. Und zwar geht es um meine Ausgaben für die Nintendo Switch mit Zubehör, Spielen, allen Zip und Zap, was dazugehört, für das Jahr 2021. Im Gegensatz zu letzten Jahr kenne ich jetzt die Endsumme noch nicht und ich bin tatsächlich auch mal gespannt. Wer es letztes Jahr nicht gesehen hat, kann ja einfach mal hier auf das Video klicken. Und ja, ich fand das schon einen sportlichen Preis und eine Summe und ich bin dieses Jahr wirklich gespannt. Vom Gefühl würde ich sagen, es sollte weniger sein, aber das Gefühl trügt ja meistens. Wir schauen uns natürlich an, was ich so gekauft habe. Ich werde ein bisschen was dazu sagen. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid, dann begrüße ich euch recht herzlich. Und ja, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, verpasst ihr in Zukunft kein Video mehr. Ich würde sagen, wir starten rein für Monat. Ich werde ein bisschen was dazu sagen und dann schauen wir mal, wo wir am Ende des Tages landen. Der Januar hat schon mal ganz gut angefangen. Ach so, das sollte ich vielleicht dazu sagen. Ich habe zwar manchmal im Monat was bestellt, was natürlich in dem Monat nicht released worden ist, weil es Vorbestellungen sind. Aber ich habe immer dann den Monat angegeben, wo ich es halt eben bestellt habe. So ist es nämlich auch passiert. Im Januar habe ich die Deluxe Edition von Story of Seasons Pioneers of Illith Town bestellt. Da war ja neben dem Spiel, keine Ahnung, irgendwie so eine Kuh noch mit dabei. Ich weiß gar nicht, was war sonst noch mit dabei? Ich weiß es nicht mehr. Naja, egal. Auf jeden Fall, das Spiel Story of Seasons war mega cool oder ist mega cool. War mega cool, ich spiele es nicht mehr. Wir haben es eine Zeit lang tatsächlich viel auf Twitch auch gestreamt, also ich gestreamt. Wer mir da noch nicht folgt, Link ist unten in der Videobeschreibung. Ja, ein sehr, sehr cooles Farming-Game jedenfalls. Dann habe ich mir geholt im Januar This is the Police 2 für die Nintendo Switch für 4,95 €. Das wird wahrscheinlich auf eBay gewesen sein. Da gucke ich ab und zu mal und ja, dann weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht, was mir da... Ja, es ist 5 Euro. Hey, also kann ich nichts falsch machen. Ne? Habe ich es gespielt? Kann sein. Ich weiß nicht. Kann mich nicht dran erinnern. Tatsächlich. Dann habe ich noch eine eShop-Karte von 15 Euro Guthaben im Januar geholt. Ja, hole ich mir hier und da mal, um einfach ein paar digitale Spiele mir im eShop zu kaufen. Manchmal kaufe ich die Spiele direkt, manchmal kaufe ich mir Guthaben. Ja, weiß ich auch nicht. Dann habe ich mir Super Mario 3D World und Bowser's Fury wahrscheinlich vorbestellt, weil das ist im Januar 21 ja nicht rausgekommen. 59,90 € und muss ich tatsächlich sagen, Super Mario 3D World ist mit eins meiner liebsten Jump'n'Runs auf der Nintendo Switch und Bowser's Fury war auch einfach grandios. Super Mario 3D World deswegen, weil man auch einen Multiplayer hat, also einen Online-Multiplayer hat, der wirklich viel Spaß macht. Ich liebe das Game tatsächlich. Ich habe die Wii U-Version ja nie gespielt, von daher, wer das auch noch nicht hat und ein sehr geiles Jump'n'Run sucht, definitiv mal auschecken, weil mit Bowser's Fury bekommt er dann auch nochmal so eine 5-6-Stunden-Story. Sehr, sehr cool. Dann auch ja noch Bravely Default 2 ebenfalls. Ja, ich bin mit dem Game ja nie warm geworden. Ich möchte das jetzt nicht schlecht reden, aber ja, meins ist es halt nicht. Ich stecke da auch noch immer mittendrin. Ich würde mal sagen, ich bin in der Mitte vom Spiel und habe es halt auch nicht mehr reingemacht. Aber das Problem ist auch, so mein Backlog an Spielen wächst und wächst und ich weiß gar nicht, wie ich das mal abarbeiten soll. Da muss ich mir in 2022 definitiv was überlegen, weil da werden ja noch einige Spiele auf uns warten. Ja, dann habe ich mir nochmal eine eShop-Karte geholt im Februar für 50 Euro tatsächlich, was auch immer ich damit gekauft habe. Meistens hole ich mir dann tatsächlich für die Videos mal kleine Spiele. Ich hole mir sehr viele Indie-Games, die cool sind. Wie zum Beispiel Moonlight habe ich mir erstmal in der digitalen Version geholt, was sehr, sehr geil ist. Und später dann auch noch in der physischen, das müsste ja auch irgendwann mal auftauchen. Naja, und so nutze ich halt eben die eShop-Karten. Im Februar habe ich Haven geholt. Und das ist eigentlich ganz witzig, weil Haven ist ja so ein, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, so ein Paar flieht und muss, also das ist halt mehr, also ich weiß nicht, wie ich erklären soll, die Story, ist aber eigentlich nicht so ein typisches Spiel für mich. Das Witzige war, ich konnte es irgendwie nicht aufhören zu spielen, hab's doch dann irgendwie mehr oder weniger an einem Stück, also verteilt natürlich auf mehreren Tagen, durchgespielt. Ich glaube, auf meinem Zweitkanal, der ist ebenfalls unten in der Videobeschreibung verlinkt, habe ich sogar die ersten anderthalb Stunden von dem Game. Ich kann nicht sagen, was das Spiel hatte, aber es hat so viel Spaß gemacht, durch die Lüfte zu fliegen und so. Es ist eigentlich nichts Großartiges, aber keine Ahnung. Haven ist irgendwie cool, muss ich gestehen. Das nächste Spiel ist auch cool. Dead Cells ist auf jeden Fall ein mega geiles Roguelike und kostet auch nicht so viel. Ich glaube, 12,49 €. Habe ich mir digital geholt. Kommt später auch noch was physisch zu. Mega, mega cool. Februar vorbestellt, The Legend of Zelda, Zelda Skyward Sword. Nicht mein Lieblings-Zelda tatsächlich. Dennoch durchgespielt, relativ zügig sogar, weil nachher am Ende war ich einfach froh, weil ich fertig bin. Also mich hat es ein bisschen gestört, immer mit diesem Hin- und Herreisen. Man hat irgendein Gebiet abgeschlossen, musste wieder dahin und so. Also es ist nicht mein Lieblings-Zelda. Es ist okay. Die Steuerung hat mich auch so ein bisschen genervt. Bewegungssteuerung ist eh nicht so meins. Und dann auch die, ich meine, die Controllersteuerung ging einigermaßen. Ja, aber ja, was soll ich sagen?
Februar 21, Harvest Moon, eine Welt. Kauft es euch nicht, Leute. Kauft es euch einfach nicht. Das war, ich glaube, ich habe mir es geholt zur Überbrückung zu, ich weiß es nicht mehr, Story of Seasons oder so. Und das ist eine Katastrophe. Ich habe dazu, glaube ich, mal ein Video gemacht, ne? Ja, furchtbar, ganz furchtbar. State of Mind für die Nintendo Switch für 4,80 Euro. Ja, auch eBay, denke ich. Habe ich gespielt, wahrscheinlich mal reingelegt. Ich habe keine Ahnung. Dann hier das nächste Spiel im März, Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse. Da habe ich sogar ein Video zu gemacht, verlinke ich euch mal hier oben. Mega witziges Spiel. Kostet oder hat gekostet 16,50 Euro. Also wer abgedrehte Spiele mag, ja, der sollte definitiv da reingucken. Also abgedrehter gibt es schon fast gar nicht mehr. Monster Hunter Rise im März vorbestellt. Habe ich ja gesagt, Monster Hunter Rise. War mein erstes Monster Hunter. Ich war überrascht, wie viel Spaß es mir gemacht hat. Ich habe jetzt nicht die etlichen Spielstunden da drin, aber es hat mir Spaß gemacht, definitiv. Und hier und da würde ich es auch mal gerne wieder reinlegen, wenn ich nicht, wie gesagt, so einen riesen Backlog anspielen hätte, die ich noch abspielen müsste. Ebenfalls im März geholt auf Empfehlung eines Zuschauers Jellybreak in der physischen Version. Und das war auch gar nicht so teuer. Ich glaube, irgendwas um die 20 Euro. Ist ein sehr, sehr cooles, also kann man Singleplayer spielen, aber auch Koop-Plattformer. Sehr kurz allerdings, also relativ kurz, aber sehr, sehr cool gemacht. Also kann ich auch nur empfehlen. Dann nochmal eShop-Karten, einige. Einmal 15 Euro, einmal 50 Euro. Dann habe ich mir geholt Sea of Solitude in der physischen Version mit 30 Euro. Ich glaube, das hatte ich mir digital geholt und ich fand das Spiel cool und wollte es als physische Version haben. Bin mir nicht mal so sicher. Sea of Solitude ist auf jeden Fall ein sehr, sehr düsteres Spiel. Das habe ich auch häufiger mal in den eShop-Videos hier vorgeschlagen. Es ist echt cool, glaube ich. Also ich habe es mir definitiv geholt, weil ich es als physische Version haben wollte. Und das mache ich meistens, wenn mir die digitalen Versionen sehr, sehr gut gefallen. New Pokémon Snap im April vorbestellt für einen Vollpreis natürlich 60 Euro. Sehr ein Spiel, was sich sehr selbst entschleunigt. Ich meine, man fotografiert Pokémon, man ist auf einer vorgegebenen Route. Natürlich die ganzen Pokémon-Snap-Fans da sagen so, ja, das ist genau so, wie ich es haben wollte. Ich sage ja, ich hätte so, man kann ja auch mal was Neues machen und dann vielleicht, dass man selber rumlaufen kann oder so. Ja? Also man muss ja nicht immer alten Werten folgen. Allerdings ein Spiel, ja, wie gesagt, ist jetzt auch nicht so super lang. Ich bin da durchgelaufen und ja, ich habe jetzt auch nicht alles auf Diamant gemacht. Ne? Aber ein sehr, sehr schönes Spiel. Also grafisch, optisch, wie gesagt, beste Wasser eigentlich von allen Nintendo Switch-Spielen, was ich jemals gesehen habe, tatsächlich. Und ja, wenn man weiß, auf was man sich einlässt. Mario Golf Super Rush, vorbestellt im April, natürlich auch Vollpreis. Und da muss ich sagen, für den Vollpreis ist es sehr wenig Inhalt. Selbst jetzt mit den Updates, die nachträglich nachgekommen sind, ist es wahrscheinlich so, wie es hätte sein sollen, wo es normal rausgekommen ist. Mario Golf Super Rush ist schon eine Enttäuschung für mich, aber beziehungsweise, ich habe ja schon vorher gesagt, dass mir dieses Golf wahrscheinlich nicht so super zusagen wird und ja, der Multiplayer war ganz gut, ist aber wirklich vom Hocker gehauen hat es mich nicht. Subnautica und Subnautica Below Zero in dem Doppelpack habe ich mir geholt. Wahrscheinlich auch irgendwas um die Vollpreis 60 Euro oder sowas im Mai. Und das sind zwei mega geile Survival Games. Also wer Survival Games mag, der kann natürlich auch mal im eShop gucken, weil die sind ab und zu mal auch im Angebot, also einzeln auch vor allen Dingen. Ich hab mir den Doppelpack einfach geholt und nicht bereut tatsächlich. Sehr, sehr geile Spiele. Dann habe ich mir noch den Amiibo Zelda Wolkenvogel, The Legend of Zelda. Da gab es ja diesen Streit drum, weil das ging ja um Schnellreise hin und zurück, zum Beispiel in den Dungeons. War sehr hilfreich, die Amiibo tatsächlich. Aber es war ja dann so, dass man gesagt hat, naja, man versteckt da was hinter der Paywall. Kann man jetzt so oder so sehen, will ich in dem Video nicht drauf eingehen. Ori and the Will of the Wisps, da werden einige sagen, hey, warum hast du es denn 21 geholt? Relativ einfach, ich hatte es in der digitalen Version, wollte es aber auch noch in der physischen Version haben. Kurze Zeit später kam der Doppelpack, glaube ich, raus. Ja gut, okay, kann ja keiner wissen. Monster Hunter Stories 2, ja, kein uncooles Spiel, hatte ich auch, glaube ich, mein Top 15 Nintendo Switch Spiel für 2021, verlinke ich euch ebenfalls mir hier oben. Ja. Ganz, ja, das Kampfsystem hat mir nicht so gefallen wie auch Sterne, ja, wahrscheinlich Schere, Stein, Papier, aber okay, ja, kein schlechtes Game. Game Builder Garage im Juni habe ich mir das aus den Staaten importiert, weil es hier erstmal nicht, also hier nur digital erschienen ist und dann zu erfahren, dass das Spiel hier auch physisch kommt, aber erst viel später, irgendwie, ich glaube Ende des Jahres. Game Builder Garage, wie gesagt, sehr cool, habe ich noch nicht einmal reingelegt, aber hey, ich habe es wenigstens. Ys 8, Lacrimosa of Dana, habe ich mir geholt, weil ich super viel Gutes davon gelesen habe, ist aber tatsächlich ein Spiel, was immer noch verpackt bei mir im Regal steht.
Müll zu machen. Dann habe ich mir im Juni die Nintendo Switch Lite nochmal geholt und zwar auf eBay für unschlagbare 166,90. Warum habe ich das gemacht? Es ist halt unschlagbar günstig, 166 Euro. Tatsächlich muss man jetzt mal so sehen, eine Switch Lite. Okay, machen wir weiter. Dann im Juli vorbestellt das OLED-Modell der Nintendo Switch. Und da muss ich tatsächlich sagen, wie hat es ja im Oktober dann rausgekommen, habe ich nicht bereut. Es ist einfach, hat definitiv meine ganzen Switch Lights ersetzt im Handheld-Modus. Ich spiele nur noch im Handheld mit der OLED und es ist halt einfach genial. Ja, ich habe die normale Switch, die jetzt hier mal steht, auch so, wenn ich streame oder Gameplay aufnehme. Und dann eben das OLED-Modell und es macht einfach, das größere Display macht so viel aus und die Farben sind so viel cooler, das ist unfassbar. Also für mich hat der Kauf für jeden Fall gelohnt. Ich habe es wie gesagt bei Amazon vorbestellt, nachher habe dann dafür 349,99 bezahlt. Finde ich okay, tatsächlich, aber wie gesagt, wenn man, lohnt sich auch nur, meinen Augen, wenn man viel Handheld spielt. Alles andere, wisst ihr Bescheid, ihr habt mal nicht mehr Power an Sicht. Dann habe ich nochmal Guthaben, nochmal 50 Euro. Ich muss mir mal aufschreiben, was ich dafür alles hole. Es wäre immer viel interessanter. Dann die Game & Watch Super Mario Bros. Ja, Game & Watch, ich habe die gerne so zum Sammeln. Da kommt nachher auch nochmal eine andere Game & Watch hinzu. Ich finde die vom Preis nicht ein bisschen zu teuer, tatsächlich. Aber ich habe schon häufiger gesagt, ich bin einfach dumm, deswegen kaufe ich es. Dann Ersatzakku für die Switch Lite. Irgendein Akku von meiner Switch Lite war nicht mehr so oder irgendwas war damit. Ich glaube, der hat sich sehr schnell entladen, so war es. Habe ich mir einen Ersatzakku geholt, die Dinger kosten 25 Euro, Ein- und Ausbau. Man sollte das natürlich schon mal gemacht haben, ist jetzt aber kein Hexenwerk tatsächlich, geht relativ easy peasy. Ja, dann habe ich mir für die OLED wahrscheinlich eine Samsung Evo Select 128 GB geholt, eine SD-Karte. Ich nutze eigentlich immer die Evo Select, weil ich gelernt habe, dass die Evo Select die gleichen sind wie die Evo Pro oder irgendwie sie heißen, nur dass die extra für Amazon hergestellt werden, aber dann deutlich billiger sind. Also ich glaube, so der Unterschied sind tatsächlich 10 Euro bei einer 128 bzw. 256 GB Karte, was viel ist, dafür, dass es die gleiche Karte ist. Dann habe ich mir nochmal Guthaben geholt im September, 50 Euro und dann Metopia bestellt. Metopia ist ein Spiel, was ich mir geholt habe. Natürlich nicht zum Release, weil das viel früher rauskam. Ich glaube, irgendwo Anfang des Jahres, März. Ich habe es noch gar nicht gespielt. Ich habe es mir geholt, um es zu haben und es vielleicht irgendwann mal zu spielen. WarioWare, Get It Together. Ja, habe ich mir eigentlich auch geholt, eigentlich eher für die Sammlung. Tatsächlich haben wir das häufig auf Twitch gespielt, wegen den Zitronen-Limetten-Streams. Mega cool, dafür ist das Spiel natürlich wie gemacht, tatsächlich. Dann habe ich mir für die OLED noch drei Sachen im Zubehör geholt. Ich habe ja auch mal so ein Zubehör-Video gemacht, verlinke ich euch ebenfalls mal hier oben. Panzerglas natürlich super wichtig, finde ich, für jedes Modell, egal ob Lite, OLED oder das normale Modell, gehört eigentlich da drauf, vor allem die Dinger kosten nichts, da waren jetzt irgendwie zwei oder drei Stück drin für 10 Euro, ja, die wechselt man mal, also jedes halbe Jahr muss man gucken, wenn die sich so ein bisschen lösen. Dann habe ich mir noch ein neues USB-C-Kabel geholt für die Powerbank in verschiedenen Längen, also ich habe mir unterschiedliche USB-C-Kabel geholt in unterschiedlichen Längen und noch eine Powerbank mit 10.000 mAh von Anker, wie gesagt. Wenn ihr da Interesse habt, guckt euch das Video an, das ist das alles verlinkt. Und ich habe mir die Hori Splat Pro bestellt, ja, hier in dem guten, ich nutze sie ja nur an dem OLED-Modell, die sind super stabil, es liegt besser in der Hand, bisschen das Gefühl halt wie vom Pro-Controller tatsächlich, mega cool und ich finde die preislich auch wirklich in einem guten Segment. Mario Party Superstars, ja, mega cool, hat sich definitiv gelohnt, spielen wir auch heute tatsächlich im Stream, im Geburtstagsstream von der Fena. Also kommt vorbei, 20 Uhr geht es los. Ja, sehr cool. Ein bisschen wenig Bretter für den Preis, habe ich schon immer mal gesagt. Hoffen wir mal auf kostenlose Updates. Ja, gut, okay. Ein Scherz im Video muss halt sein. Was habe ich noch? Dann habe ich mir noch einen Switch Pro Controller geholt. Nee, habe ich eigentlich gar nicht, aber der steht so drin. Und zwar ist das, glaube ich, der weiße. Wo habe ich den denn? Hier ist er. Ich werde nochmal ein separates Video über meine ganzen Controller machen. Ich habe hier einige. Der ist sehr cool, kostet 24 Euro, liegt gut in der Hand, ist natürlich ein bisschen unstabiler, möchte ich mal sagen, ein bisschen leichter von der Verarbeitung, aber läuft das Ding. Also für 25 Euro wirklich nicht schlecht. Metroid Red, Spiel des Jahres für mich 2021, habe ich schon gesagt, mega cool. Es hat mir mega viel Spaß gemacht. Ja, was soll man großartig dazu sagen? Dann Game & Watch The Legend of Zelda Collection. Habe ich mir dann auch nochmal geholt im Oktober. Und das Witzige an der Geschichte ist, die steht noch nicht mal hier. Die ist gekommen und die habe ich irgendwie unten,
Kann doch sogar sein, dass sie auch im Karton ist. Ja, okay, was willst du machen? Moonlighter, hier kommt es nämlich. Moonlighter im November habe ich mir dann in der physischen Version bestellt. Kostet nämlich gar nicht so viel, nämlich nur 22,56, finde ich relativ günstig auf Amazon. Moonlighter ist für mich ein mega geiles Spiel. Machen halt, morgens sind wir der Ladenhüter vom Moonlighter, verkaufen da ein paar Sachen. Nachts gehen wir in Dungeons, erbeuten uns da eben halt Geschichten, die wir tagsüber verkaufen können, um unser Dorf auszubauen. Story, ja, ist jetzt okay, ist jetzt nicht das Beste, aber ein sehr, sehr geiles Spiel und ich glaube, wie gesagt, digital kostet es halt auch 10er oder 12 Euro, lohnt sich definitiv mal auszuchecken. Dann habe ich mir auch Hollow Knight geholt. Hollow Knight habe ich tatsächlich ja schon mal gespielt. Ich habe das damals von einem Kollegen bekommen, aber Hollow Knight ist ja von den Spielstunden 30, 35 Stunden ungefähr und ich habe es dann irgendwie angezockt, das nie irgendwie zu Ende gebracht und dann, ich habe mich von Jahr zu Jahr gequält, gesagt, jetzt machst du mal, jetzt habe ich es mir geholt und ich habe es auch angefangen wieder zu spielen. Aber da ich so viele Spiele spielen muss, ich muss mir was einfallen lassen, Leute. Vielleicht muss ich die Dinge einfach mal bei Twitch durchstreamen, ich weiß es noch nicht. Dann auch so ein Spiel, Shin Megami Tensei 5. Noch nie von Shin, ich habe noch gar kein Shin Megami Tensei Spiel gespielt. Und irgendwie fand ich es cool, ich habe es gesehen, fand es cool. Dann habe ich gehört, das ist mega schwer. Ich habe es noch nicht einmal reingelegt, tatsächlich. Ich bin gespannt, ob ich es überhaupt mal mache. GTA, die Trilogie, ja, viel drüber gemeckert auch, ich auch, aber tatsächlich im Spiel, wo ich es mir runtergeladen habe, also ich habe mir die digitale geholt, weil die physische Version kommt erst nächstes Jahr, wobei man bei der physischen dann Sachen ja auch runterladen muss, deswegen habe ich mir die digitale geholt und ich hatte gar nicht so viel zu meckern. Wo ich das Video mal gemacht habe zu GTA, in jeder Stufe irgendwie so 2-3 Stunden drin. Es kam jetzt das neue Update 1.5 oder wie auch immer. Seitdem habe ich es nicht mehr gezockt. Ich habe nichts zu meckern gehabt. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Von daher, ja. Ich bin GTA-Fan. Ich finde das cool. Ich finde die Trilogie cool. Ja. Dann Pokémon Strahlender Diamant und Pokémon Leuchtende Perle. Das Doppelpack habe ich mir bestellt. Ich hatte mir, glaube ich, erst Strahlender Diamant vorbestellt und habe gesagt, ach komm, ich hole mir das Doppelpack. Für 100 Euro oder was es gekostet hat. Dann im Dezember habe ich mir geholt Dead Cells Prisoners Edition. Mega cool, zeige ich euch mal gerade. Das ist das Riesending. Ich habe da auch ein Unboxing gemacht auf Twitch damals. Sehr, sehr cool. Und das ist noch Vinyl-Schallplatten drin und eine Riesenfigur. Und das Ganze kostet nur 69,90. Also es ist tatsächlich für so eine Edition relativ günstig. Ich verlinke euch das unten mal in der Videobeschreibung. Sehr, sehr cool, muss ich sagen. Habe ich gar nicht mit gerechnet, dass das so riesig ist. Und der Inhalt vor allen Dingen so cool ist. Und dann, was habe ich mir noch geholt? Zum Abschluss die Switch Lite Duraflex Protection Pokémon. Ach so, ja, für eine Switch Lite, die ich dann nicht mehr nutze, ihr merkt schon, wie sinnvoll das Ganze ist, eine Pokémon-Schutzhülle. It is what it is. Dazwischen waren dann immer noch mal Guthabenkarten von 50 Euro. Wie gesagt, ich muss mir, glaube ich, für nächstes Jahr noch mal notieren, welche digitalen Spiele ich gekauft habe. So, jetzt geht's aber um die Summe. Und ich bin tatsächlich gespannt. Ich rechne kurz, ja? Und dann schauen wir mal, wo wir da landen. Heilige Wir sind sehr nah am letzten Jahr dran. So ein bisschen drüber, wenn mich nicht alles täuscht. Der Wert ist 2.429,02 Euro. Und zwar 811,62 € in Zubehör und 1617,40 € in Spiele. Gut möglich, dass ich ein paar Sachen, die ich mir so gekauft habe, im GameStop oder so, nicht mit bei sind. Aber ja, das werden jetzt keine 500 Euro sein oder sonstiges. Es ist mal wieder viel mehr, als ich erwartet hatte. Ja.